Den nehmen wir mal mit. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, der hier mal wieder nicht weiß, was er eigentlich machen soll. Aber klar, wissen wir das. So, ich gucke jetzt mal. Ah, den brauche ich gar nicht. Ich brauche die Kopfjägerin im Moment noch nicht. Aber jetzt gleich könnte ich sie ganz gut gebrauchen, denn die springt ja hier über Mauern. Beziehungsweise soll einfach nur, die kriegt auch sofort Beschuss, aber ihr seht, so eine Queen. So eine Queen, die ist dann keine Queen mehr, so will ich das mal sagen. Und aber unsere Queen lassen wir jetzt erstmal laufen, mal sehen, wo die so hintapst. Okay, dann geht's dahin. Dann checken wir hier nochmal so ein bisschen ein paar Luftfallen. Perfekt. Die geht jetzt, ich wollte gerade sagen, die geht jetzt eh wieder zurück. Natürlich geht die nicht zurück. Und dann nehmen wir mal hier hinten unsere Karre, beziehungsweise unsere Belagerungsmaschine. Jetzt dreht sich die Queen kurz mal wieder um. Ah nee, das macht sie denn doch nicht. Super. Da werden wir schon mal getrollt. Und jetzt geht es hier ein bisschen heftiger gerade zur Sache. Ich muss mal gerade ein bisschen in die Totale reingehen. Ich habe diesen Bug übrigens nicht, dass... oh, ich habe ja noch einen Mauerbrecher hier. Dass ich... dass, wenn ich die Truppe auswähle, die nächste, es gibt ja so einen kleinen Bug, dass der dann wieder in die Vollansicht geht. Der ist jetzt bei mir ganz bewusst gerade in die Vollansicht gegangen. Und von daher ist das bei mir hier im Moment nicht so der Fall, dass der dann bei mir in die Totale geht. So, den einmal mit rein und wir nehmen die Kopfgeldjägerin und hier hinten, oh, ich habe eine Hexe drin. Alter Falter. Ich habe eine Hexe da drin. Das ist natürlich gierig. Das ist cool. So, den Inferno legen wir kurz mal lahm dort. Und auch hier ist die Quellenfalle. Hier müssen wir nochmal eben zünden. Queen haben wir hier noch. Und die Hawks sind noch ganz gut am Start. Dort, ah, da habe ich jetzt nur den Tesla, glaube ich, gekriegt. Ne? Da habe ich jetzt nur den Tesla bekommen. Okay, oh. Aber da ist das Riesenskelett. Ah, sehr, sehr, sehr schick. Da haben wir wieder ein paar Infernos gemacht. Ich habe im Moment noch das Spiel, mache viele, viele Infernos für ein paar Clanspielpunkte. Aber wir wollen ja heute umziehen. Das habt ihr gesehen, ich habe mich jetzt doch dazu entschieden. Ich weiß nicht, seid ihr in eurem Leben schon mal umgezogen? Also ich bin schon ganz, 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 ganz oft umgezogen in meinem Leben. Liegt aber auch daran, dass jemand hier aus meiner Familie eine große Familie hat und die sind alle schon mal umgezogen. Und ich bin halt der einzige Dussel, der so einen LKW-Führerschein hat. Und durfte dann immer die LKWs fahren. Die konnte ich jetzt nochmal nachbauen. In so ein paar Stunden wechsle ich auch meine Supertruppe in 11 Stunden. Ich weiß nur noch nicht, was meint er. Ich würde gerne mit einem meiner Charaktere die Superhexe nehmen. Und mit dem anderen würde ich eigentlich ganz gerne den Inferno-Drachen nehmen. Ich weiß nur noch nicht, wie ich es mache. Rathaus 12 Inferno-Drache, Rathaus 13 Superhexe und andersrum. Oder andersrum. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wie ich es am einfachsten und sinnvollsten mal machen sollte. Aber wir wollten jetzt umziehen und ja, ich kann das Paket hier irgendwie fünf Tage, ich kann es mir nicht mehr mit angucken. Und ihr wisst, mit meinem Main-Account hier, da mache ich eigentlich immer vieles. Ich habe schon einmal was gekauft, ja. Ich habe mir dieses Glücksschweinchen hier damals gekauft, zum chinesischen Fest war das, glaube ich. Oder chinesisches Jahresfest oder sowas, irgendwas war das. Und das hat ja auch nur ein paar Euro gekostet. Aber den Dorfhintergrund, den will ich mir jetzt doch nicht entgehen lassen. Beziehungsweise das ganz neue, brandneue Dorfhintergrund hier. Und okay, da gibt es jetzt nochmal 2 Mille von beiden drauf. Ich denke, das ist nur so ein kleines Beiwerk, dass das Paket hier nicht ganz so stumpf daherkommt. Und ja, dann nehmen wir das mal mit. Und jetzt klicke ich ganz bewusst drauf, Leute. Das blende ich euch natürlich wieder auf. Ich muss mit Touch-ID bezahlen, okay. Zahlung wird verarbeitet. Okay. So, da hat es jetzt einmal kurz durchgezuckt. Du bist jetzt startklar. Dein Kauf war erfolgreich. Ich bin jetzt startklar. Aber ich habe das ist ein Sonderangebot, okay. Das war sogar ein Schnäppchen. Können wir jetzt auswählen. Also wir können jetzt wählen zwischen Classic und zwischen nicht Classic. Da wir jetzt im Sommer sind und ich möchte ein bisschen... Oh, das cooler Effekt. Habt ihr das gesehen? Das schwebte gerade so rüber. Und ich hab's schon bei dem einen oder anderen gesehen, die ich bei mir in der Friendslist habe. Also... Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist schick. Ich bin zwar jetzt nicht so ein Fan von Housing und so, hab ich die Tage ja auch gesagt, aber hier gibt es wirklich einiges zu entdecken. Und natürlich, wo führen die ganzen Wege hier hin? Hier unten gibt es so ein, ja weiß ich nicht, irgendwie so ein Steinbergwerk und so. Also das ist schon, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht, wie kann man das ein bisschen aufhübschen hier. Und
Ich glaube, das ist gelungen. Weiß ich nicht. Wenn ihr euch den auch gegönnt habt, ich habe es mir jetzt mit dem Account hier gegönnt. Ich denke mal mit dem Thorsten, das ist mein Main-Account. Da konnte ich das jetzt ruhig mal machen. Vielleicht wird das ja alles mal so ein bisschen befüllter hier und vielleicht kommt da auch noch ein bisschen Leben rein, keine Ahnung, aber auch hier hinten hinter dem oder am Händler beziehungsweise hier am Clan-Spieltypen. Auch dort hier schön mit dem Haus da. Also ich bin ganz angetan von dem Dorf. Ich muss sagen, ich finde es schick. Ich finde es schick. Und aber jetzt steht das da immer jetzt Szenerie ändern? Nee, ne? Ach komm. Szenerie ändern, das steht da doch jetzt nicht dauerhaft, oder? Ah ne, ich dachte gerade, das steht da dauerhaft, Leute. Das wäre natürlich wirklich blöde gewesen. Naja, ich muss noch ein bisschen im CK ran. Also, mir war es wichtig, dass ihr wisst, dass ich mal wieder Geld ausgegeben habe. Nein, war mir natürlich nicht wichtig, aber ich habe die Tage noch so ein paar unabgegebene Flaschen hier entdeckt und habe gedacht, ob das wohl 7,99 € werden. Ja, und es wurden 8,13 € und deswegen habe ich die jetzt einfach mal hier in den Sack gehauen. Und aber es gefällt mir wirklich gut. Ich hatte das, wie gesagt, schon bei dem einen oder anderen gesehen. Ich glaube, Gary hier hat das auch schon besuchen. Und auch im Besuchsmodus seht ihr hier, dass es hier etwas gibt. Oh, ich habe jetzt tatsächlich gerade was vergessen, Leute. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich habe gar keinen Code eingegeben hier. Ah, Mist. Na, da hätte ich natürlich jetzt jemanden unterstützen können, ne? Mach, ärgerlich, sehr ärgerlich. Naja, okay, da hätte ich jetzt den MBF hier eingetragen, aber jetzt, ah, schade, 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 denn hier oben sieht man das irgendwo im Shop, wenn man Creator, glaube ich, unterstützt. Naja, hätte, hätte, Fahrradkette, egal. Ich reck nochmal eben durch die Helden und mache aber hier erstmal einen zweiten Angriff. 9 Hog Rider weiter, also ich habe 9 Hog Rider in der Clanburg. Nehmen wir uns ruhig mal den 12er hier mit. Echt ein 1er Rathaus, krass, naja, okay. Aber ich muss eben mal sehen, wie ich hier eigentlich jetzt vorgehe. Machen wir das mal so. Und dann schicken wir hier auch wieder unsere Queen ins Abenteuer. Zack, da ein paar Luftminen aus. Genau. Eieieiei. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, Leute. Muss ein bisschen aufpassen und ich muss jetzt gleich einmal noch ihn hier vergiften. Okay. Die Statue gehört übrigens nicht mit zu den Helden dazu. Wo springt die denn jetzt eigentlich hin? Oh, die geht da auf die Platte schon. Ah, krass. Okay, och, Queen. Ach, Queen. Ach, ich habe das am Start. Ich dachte, ich hätte auch Hox am Start. Okay. Das ist natürlich ziemlich dusselig. Dann müssen wir hier jetzt reinbrechen, glaube ich. Ack, so. Oh, ach, herrje, nee. Toto. Jetzt haben wir aber eine komische Truppe gerade am Start, ne? Naja, egal. Ich hatte gedacht, ich hätte Hog Rider auch wieder. Hog Rider equipped. So, den dahinter, schöne Bombe nochmal ausgelöst. Den können wir ja eigentlich so mit irgendwo reinschicken hier. Und ich denke mal, oh, ich muss doch. Ach, ich habe jetzt. Ja, okay, das ist natürlich sehr nachteilig. Ich habe jetzt keinen Sprung mehr. Jetzt muss ich hier eben mal durchwuten. Und muss mal eben checken, wann kommen denn jetzt meine Hogs raus? Wann kommen die Hoggies? Da sind sie. Okay, dann geht's da auf die Reise einmal. Und jetzt kriege ich wahrscheinlich nicht einen einzigen Inferno hier oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein. So, die Skelette hier nochmal eben weggemacht. Und mehr Magier braucht das Land. Okay, das passt. Ah, passt doch. Ich dachte gerade, Leute, ich kriege kein Inferno mehr jetzt für mein eigenes Spielchen. Bin so umzugsbegeistert gerade von dem neuen Dorf. Also ist ja kein neues Dorf, aber was meint ihr so? Hintergründe wäre natürlich schick, wenn es die demnächst nicht nur zu kaufen gibt, sondern vielleicht auch zu erspielen. Es muss ja nicht so ultra aufwendig sein. Aber so ein bisschen zum Erspielen. Da waren gerade viele Mites. Ist das sicherlich nicht schlecht. Sowas zu haben, auch vielleicht für die, oder vielleicht im Pass auch gerne mal für die Silberpassspieler, um da wieder so ein bisschen so den Anreiz zu geben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man damit viel machen kann. Das heißt, viel machen wir hier. 500 Punkte müssen das eigentlich gewesen sein. Jups, wunderbar. Und ja, ich bin ganz angeflasht eben gewesen, weil ich so ein paar Mal schon umgeschaltet habe hier in dem Dorf. Und weil dieser Effekt, der ist echt schick, ne? Dieser Effekt ist echt cool. Puh.
Sonne. Ach, das könnte ich jetzt einen ganzen Tag machen hier. Wham. Also sieht wirklich gut aus. Wie ist eure Meinung zu dem Skin? Ich wollte das jetzt nur mal für euch festhalten, dass ich mir doch noch mal was gönne. Aber also ich finde es sehr, sehr schick, muss ich sagen. Okay, jetzt haben wir 7,99 € in den Sack gehauen. Ich denke mal, das ist nicht ganz so schlimm. Das kann man mal machen. Und jetzt müsst ihr mich nicht verteufeln oder sowas. Aber das sei mal so gesagt. Man soll sich, G steht immer für gönnen. Also gönnt euch auf jeden Fall was. Was ihr euch auf jeden Fall auch noch gönnen solltet, ist ein Livestream heute Abend. Auf einem Donnerstag, eigentlich sehr ungewöhnlich, aber ich werde heute Abend aus der GML etwas zeigen. GML Gladiatoren-Turnier Rathaus 12 Halbfinale ist es, glaube ich, schon. Da spielen die Pflaumpflücker gegen die Stallions und das Game halte ich für euch ab 21.45 Uhr parat. Ich werde ein bisschen eher da sein, sodass wir uns schon mal ein bisschen warm und locker machen können. Also verfolgt mich auf Twitch und schaltet heute Abend ein, wenn es heißt GML Rathaus 12 habe ich noch nicht gemacht. Freue ich mich auch drauf und dann verbleibe ich bis morgen. Euer Toto. Clasht.